Wir sind in Marokko. In Marokko. Boah, ja, jetzt sind wir endlich durch den Zoll durch. Also wir haben bestimmt 3,5 Stunden hier überwiegend gestanden. Ich bin so richtig geflasht, weil hier so viel Neues ist. Oh, hier muss ich gerade den Mund ausweichen. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿me entiendes español? Sí. Vale. Está la primera y la segunda fila y hay una tercera fila. Sí. ¿Se pone usted letra? Bueno, gracias. Gracias. Mensch, was für ein Wetter. Es regnet. Vielleicht wird es Zeit für uns, Spanien zu verlassen. Und damit willkommen zum neuen Video. Ja, auch wenn die Andalusier sich bestimmt über den Regen freuen, wir als Touristen natürlich nicht so. Wir wollten ja schon längst nach Marokko rüber und jetzt ist es soweit. Wir stehen jetzt am Fährhafen und rollen gleich auf die Fähre nach Tanger. Das ist alles ein bisschen aufregend, ja, nicht wahr? Ja. Schon allein durch diesen großen Hafen hier zu cruisen und die richtige Stelle zu finden, wo man einchecken muss. Aber hat alles super geklappt. Ja, bisher ja. Und ja, gleich geht's los. Im Moment ist in Marokko das Wetter, zumindest im Norden, auch nicht viel besser. Ja, aber es soll besser werden. Soll aber besser werden und darauf hoffen wir. Wir sind auf der Fähre, sitzen hier mehr oder weniger gemütlich im Café. Bei dem Wetter ist ein Decksaufenthalt ja gerade nicht so furchtbar attraktiv. Hier oben ist noch eine Terrasse und oh Wunder, kein Mensch da. Könnte es am Wetter liegen? Also es sind so ein paar Planen hier aufgespannt, aber es tropft halt auch überall durch. Also so furchtbar viel Möglichkeiten zum Aufhalten gibt es auf der Fähre gar nicht. Also ich fand dafür, wie viele Autos draufgefahren sind, könnte das ganz schön eng werden. Kein Land in Sicht. Man sieht überhaupt nichts. Lifecraft Crew. Der Koch, der Steward 3, der OS 3 und der Wiper 1 und der Captain. Es regnet hier rein, die blöden Dinger nutzen gar nichts. Ich hab schon die Brillanz nass. Wir befinden uns jetzt hier auf der Fähre im Kabinendeck. Es gibt hier lauter Kabinen, wo man übernachten kann, wobei die Fähre nach Tanger geht ja nur 1,5 Stunden, also braucht man keine Kabine. Aber es ist auch mal ganz interessant, hier sich so ein bisschen mit anzugucken. Endlich sind wir angekommen in Tanger Med. Ungefähr 2 Stunden hat die Fähre jetzt gedauert, oder ist sie gefahren. Halbe Stunde länger als erwartet. Es hat auch ziemlich gestürmt und der Wellengang war nicht ganz ohne. Neben uns am Tisch musste sich jemand übergeben und naja, wir sind da nicht so empfindlich, aber es war schon ganz schön turbulent. Bonjour, passport.
Wir sind in Marokko. Und das Wetter ist kein Deut besser als in Spanien bisher. Nee. Gut, das haben wir gewusst, dass es hier eben auch noch regnet. Es fand eben noch eine Passkontrolle statt, als wir vom Schiff gefahren sind. Der wollte noch mal kurz in die Pässe sehen. Also auf dem Schiff selber haben wir schon den Einreisestempel bekommen. Da war halt einer mit so einem mobilen Büro und dann hat man da dieses Einreiseformular auf dem Schiff ausgefüllt und sich da in die Schlange gestellt und dann den Pass abgestempelt bekommen. Und jetzt haben wir eine lange Fahrt durch den Hafen gemacht, immer den Exit-Schildern folgend. Und jetzt stehen wir hier in irgendeiner Schlange und wissen noch nicht genau, was hier jetzt passiert. Puh! Mann, das hat lang gedauert. Boah, ja, jetzt sind wir endlich durch den Zoll durch. Echt ätzend. Wir haben jetzt 6:15 und ich glaube, wir sind 2:15 vom Schiff runter oder so. Ja, also wir haben nicht genau auf die Uhr geguckt. Also wir haben bestimmt 3,5 Stunden hier überwiegend gestanden. Es war kein weites Stück. Nee. Aber es tat sich teilweise überhaupt gar nichts. Ne? Ja, als wir dran waren, da ging es dann allerdings relativ zügig. Ne? Ja, der wollte mal hinten reingucken, hat mich ein paar Mal gefragt, ob wir die Drohne mit haben. Und Waffen. Und Waffen, ja. Haben wir standhaft verneint. Genau. Und als ich die Papiere wieder kriegte, fragte er 3-mal, ob ich Hoffmann sei, weil ich 3-mal bejaht habe und dann auch die Papiere gekriegt habe. Oh ja, und ja, dann konnten wir weiter. Sie haben jetzt weder einen Drogenhund ins Auto geschickt, noch mussten wir da durch diesen komischen Scanner. Und wir vermuten einfach, dass es so lange gedauert hat, weil heute ist in Spanien ja Feiertag. Wir haben irgendwie ein Händchen dafür, an Feiertagen über die Grenze zu fahren. Das ist ja damals bei der Anreise nach Griechenland auch so gewesen. Ne? Da sind wir Karfreitag rüber. Und ja, dass eben jetzt viele marokkanische Spanier oder spanische Marokkaner, was auch immer, die kommen jetzt halt hier rüber, haben irgendwie Brückentag genommen und die haben die Autos, haben wir schon gesehen, bis unter das Dach vollgepackt, teilweise Anhänger dabei vollgepackt. Und das wurde hier beim Zoll alles auseinandergepflückt. Die haben das alles auspacken müssen und das hat dann wahrscheinlich so lange gedauert. Ne? Also ja, vermutlich. Waren wir mal wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob wir hier Geld tauschen können. Sollte eigentlich möglich sein. Naja. Und schauen wir mal. Ja, weiter, dann gucken wir mal. Also wir neigen jetzt fast dazu, hier hinterm Zoll stehen zu bleiben für die Nacht, weil es eben so spät geworden ist. Und wir wollen halt jetzt nicht in die Dunkelheit reinfahren. Ne? Genau. Guten Morgen. Ja, wir sind unterwegs in Marokko. Wir haben eine halbwegs ruhige Nacht da im Hafen verbracht. Es war nicht super ruhig, aber wir konnten trotzdem gut schlafen. Dann haben wir heute Morgen uns noch eine SIM-Karte geholt. Da laufen die ganzen Verkäufer von Envy rum und die haben uns die direkt auch dann im Router eingerichtet, sodass wir jetzt Internet haben. Gibt jetzt für 50 Euro 30 Tage unlimitiertes Internet. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, und jetzt zuckeln wir hier so über die Dörfer und die Landschaft. Genau, Geld haben wir auch noch geholt. Und fahren jetzt Richtung Asila. Ja, und es ist ganz schön aufregend, hier in einem neuen Land wieder Auto zu fahren. Es ist doch immer wieder überall ein bisschen anders. Das ist jetzt hier ein sehr grüner Teil Marokkos, also so gar nicht, wie man sich das vorstellt, nichts mit Wüste, rote Erde und so weiter. Das ist wohl hier auch so eine Gegend, wo viel Landwirtschaft betrieben wird, es relativ fruchtbar ist und ja, das sieht man ja auch, dass alles schön grün ist hier. Ich bin so richtig geflasht, weil hier so viel Neues ist. Es ist aufregend, hier wieder zu fahren. Und ja, was man alles so sieht, wieder
Ich finde das auch klasse, dass man wieder Kühe und Schafe und Ziegenherden und sowas sieht. Das macht mir Spaß. Wir sind in Asila auf dem Campingplatz angekommen, haben hier ein schönes sonniges Plätzchen und es ist direkt wieder so warm, dass wir die dicken Sachen ausziehen konnten und uns wieder luftig kleiden. Das ist schon mal schön. Wir haben gerade draußen Mittag gegessen und werden uns jetzt hier einen ganz ruhigen Nachmittag machen, mal wieder alles so sortieren, was so ein bisschen liegen geblieben ist und dann mal schauen, dass wir uns morgen den Ort ansehen. Die erste Nacht hier auf dem Campingplatz war gut, wir haben gut geschlafen. Jetzt hat es heute einen Tag über ein paar Stunden geregnet. Hier steht auch schon wieder alles unter Wasser, lauter Pfützen und Matsch leider. Aber jetzt hat der Regen aufgehört, die Sonne wagt sich so ein bisschen raus und wir werden jetzt mal Richtung Stadt gehen und dann ein bisschen in Asila umgucken. Asila war unter den Franzosen ein Hafenort, aber später mit der Unabhängigkeit wurde Tanga halt zum großen Hafen ausgebaut und deswegen war hier nicht mehr viel los. Was wir hier in Asila ganz viel sehen, sind diese bunten Wandmalereien und das ist Teil von so einem Programm, um die Stadt, die so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit zu versinken drohte, wieder attraktiv zu machen. Ende der 70er Jahre entschloss man sich hier zu einem Sanierungsprogramm für diese wunderschöne Medina und in dem Zuge eben auch Künstler hierher zu holen, die diese Wandmalereien machen. Und jedes Jahr im August findet jetzt auch ein großes Kulturfestival statt, wo eben weiter Künstler in die Stadt kommen, um hier die Wände weiter zu verschönern. Und das finden wir doch sehr schön. Wir sind jetzt ein ganzes Stück an der Stadtmauer entlang gegangen und am Ende kommt man auf so eine Aussichtsplattform, wo man aufs Meer gucken kann und auf der anderen Seite auf die Seeseite vom Ort und das finden wir richtig schön. Es war allerdings auch sehr voll.
Guten Morgen aus Asila. Wir haben jetzt 3 Nächte hier auf dem Campingplatz verbracht, um hier so ein bisschen reinzukommen ins marokkanische Leben. Und jetzt machen wir das Auto fertig, tanken Frischwasser, lassen Abwasser ab und dann geht's gleich weiter. There's a lot of colors. So, bezahlt haben wir, jetzt können wir fahren. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others. So, unser erster Einkauf am Straßenstand. Wir haben jetzt hier Avocados und Chirimoya-Früchte geholt. 12 Dirham bezahlt, also 1,20. Und war sehr nett, der junge Mann. Und ich habe jetzt klebrige Finger, weil wir gleich die Chirimoya zum Probieren bekommen haben. Wir sind hier in Larach angekommen. Es liegt hier am Meer. Wir stehen hier auf einem Parkplatz und jetzt gibt es erstmal Futter. Wir sind jetzt schon 2 Stunden oder so hier oder 3, keine Ahnung. Wir haben jedenfalls die Sonne ausgenutzt, um unser Solarpanel nochmal rauszustellen, die Powerbox aufzuladen, oben auf dem Dach. Das Solarmodul hat auch ordentlich geladen. Also jetzt ist alles wieder fein. Und jetzt haben wir mal alles eingepackt und gehen uns hier mal ein bisschen am Strand umschauen. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. While you're on the open sea. Cannot take this end. Wir sind jetzt ein Stück hier am Strand lang gegangen, da oben weht es ganz ordentlich. Hier geht es jetzt in diese Flussmündung rein und überall sind hier so kleine Bütchen, wo man wohl ein bisschen was trinken kann, wahrscheinlich auch was essen. Also vielfach sind die Stühle schon zusammengestellt, aber es gibt auch immer noch hier Sitzgelegenheiten. Ja, so ein bisschen Lokalkolorit hier. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. So, wir waren gerade noch einen Tee trinken. Das ist ja immer schön hier in Marokko. Und der Zuckerbedarf für die Woche ist damit auch gedeckt. Ja. Er war sehr süß. Der hat uns diesmal auch nicht gefragt, wie viel Zucker und... Ja, das war ordentlich. Wir brauchten jetzt kein Süßstück mehr dazu, Nee. Ja, jetzt gehen wir hier noch ein bisschen Sonnenuntergang gucken. Und dann geht's zurück in Malu. Wird auch schon wieder ein bisschen frisch, wenn die Sonne jetzt hier weggeht. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by. So, Sonne ist weg. Ja, wir gehen nach Hause. Machen uns jetzt noch was Schönes zum Essen und dann beschließen wir den Tag, ne? Genau. Ja, heute sollte das Essen relativ schnell gehen. Wir haben noch was übrig von neulich, nämlich unser Chili Sin Carne. Und dann machen wir jetzt noch ein bisschen Reis zu und schon haben wir unser Abendessen fertig. So, wir sind auf dem Weg zu unserem ersten marokkanischen Supermarktbesuch. Da sind wir auch schon mal sehr gespannt. Oh, hier muss ich gerade dem Hund ausweichen. Es gibt Hunde überall.
Wir sind jetzt angekommen an dem Supermarkt. Das ist der Marianne Supermarkt. Das ist eine marokkanische Kette und die ist ja etwas größer als andere und die schauen wir uns jetzt mal an. Alles verstaut. Es war eine ganz schöne Auspackerei aus den 100.000 Papiertüten von der Obst- und Gemüseabteilung. Also er hat beim Abwiegen ja jede einzelne Paprika und Granatapfel nochmal in Tütchen verpackt. Immerhin Papiertüten und nicht Plastik. Ja, unsere erste Erfahrung im marokkanischen Supermarkt. Also das ist jetzt, diese großen Supermärkte sind natürlich nicht so preiswert, wie wenn man auf dem Markt einkauft. Dafür gibt es halt auch europäische Produkte, die halt dann auch entsprechend teuer sind. Käse war zum Beispiel viel teurer, als wir das bisher auf unserer Reise hatten. Das sind dann schon ja, deutsche Preise, die man da zahlen kann. Und einiges war dann wirklich nur auf Arabisch beschriftet, wo wir dann so ein bisschen kognitiv an unsere Grenzen stoßen. Aber wir haben jetzt fast alles bekommen, was wir wollten. Es gab jetzt keine frischen Champignons. Gut, machen wir halt ein anderes Gemüse. Und was wir gut fanden, es gab auch einiges so lose. Es gab ja lose Nudeln, lose Haferflocken, was man sich eben dann wieder sozusagen unverpackt, also halt auch in der Papiertüte da abwiegen lassen konnte. Ja, jetzt sind wir schon ein paar Tage in Marokko und so richtig viel haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Aber das, was wir gesehen haben, hat uns bisher ziemlich gut gefallen. Ja, also wir sind ganz überrascht, wie grün die Landschaft hier jetzt in diesem Teil Marokkos ist. Also wir hatten zwar im Reiseführer gelesen, dass das eine relativ grüne Ecke ist und eben auch fruchtbar und so, aber dass es so grün ist, wie wir das heute gesehen haben, hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt. Nee, ich mir auch nicht. Ja, das ist ja fast so ein bisschen wie hier in Mitteleuropa. Wie zu Hause. Ja, aber das Wetter ist besser. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wir haben es jetzt langsam angehen lassen, haben erstmal einige Tage in Asila auf dem Campingplatz verbracht, um uns hier so ein bisschen zu akklimatisieren, ist hier zu viel gesagt. Ja. Es ist zwar jetzt klimamäßig schön. Einzugewöhnen. Einzugewöhnen, genau. Ja, das Fahren macht schon viel Spaß auf den Straßen. Besonders diese kleineren Landstraßen machen ja Spaß, wo man dann jede Menge Ziegen, Hühner, Schafe und alles mögliche Getier am Rand sieht und das ist irgendwie ganz nett. Ja, man kriegt einfach so ein bisschen so vom Leben hier mit, ne? Mehr als wenn man jetzt über die Autobahn braust. Auf jeden Fall. Ja, damit beenden wir das Video, ne? Ja. Für die erste Woche in Marokko. Das waren so unsere ersten Eindrücke in Marokko. Natürlich geht's nächste Woche weiter. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, uns auf unserer Reise begleitet. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst uns gerne ein Like oder einen Kommentar da. Falls nicht geschehen, abonniert gerne den Kanal. Das hilft uns, um guten Content zu erstellen. Dann bis nächste Woche. Und hier, wer bei schönem Wetter jetzt blauer Himmel zu sehen und wir hätten Delfine gesichtet. Man sieht gar nichts. Noch nicht mal die Delfine. So, so. Sehe ich ordentlich aus? Ja. In die Kamera? Ach so, ich sehe keine Kamera. Samanocht. Ja. Mach. Jetzt nochmal, bitte.